1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Eine neue Woche, eine neue Talk-Woche hier bei uns. Montag wie immer eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Chantal. Und Chantal ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Chantal. Hallo. Weswegen rufst du an? Also ich fange von ganz von vorne an, und zwar ist es so, ich war auf einer Party und ich war mit meinem Freund da, der ist dann aber später gegangen und waren halt noch andere Leute da, unter anderem auch sein bester Freund. Mhm. Und ja, wir waren halt ziemlich betrunken und ich bin nachher mit ihm ins Zimmer gegangen und habe mit ihm geschlafen und vor einer Woche hat sich herausgestellt, dass ich schwanger bin. Mit dem besten Freund deines Freundes? Ja. Nach einer Party im Suff. Genau. Wo wir alle vergessen, dass es Verhütungsmittel gibt. Ich war halt wirklich sehr betrunken. Ja. Und ich habe da auch überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. Das ging auch alles viel zu schnell. Und ja. Hast du denn, nachdem das passiert ist, deinem Freund gestanden, dass du mit seinem besten Freund Sex hattest? Nein, das ist ja gerade das. Ich bin 2 Jahre mit ihm zusammen und ich traue mich das einfach nicht, weil ich ihn halt nicht verlieren möchte. Also, das ist ein großes Geheimnis bis heute. Das, wer weiß davon? Keiner. Keiner? Nein. Du hast es so mit dir herumgetragen und redest jetzt zum ersten Mal darüber. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Weiß der Erzeuger, dass du schwanger bist? Nein. Auch nicht? Nein, ich habe also mit noch gar keinem darüber gesprochen. Hast du denn mit dem dich beraten, noch bevor du wusstest, dass du schwanger bist, hast du dich mit dem beraten, ob es deinem Freund gesagt werden soll oder ob ihr beide schweigen wollt, oder ist überhaupt gar nichts gesprochen worden? Nee, ist überhaupt nicht. Er weiß gar nichts, nein. Also du hast auch nicht mit dem Freund deines Freundes darüber nachträglich gesprochen, wie man sich verhalten soll? Nein. Nein. Mhm. Hast du ihn dann, den, mit dem du da geschlafen hast, nochmal gesehen danach? Ja, mehrmals. Ist doch eine beklemmende Situation sicherlich, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich rede auch kaum mit dem und ja, wenn wir uns halt sehen, dann versuchen wir uns halt auch so schnell, also so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Mhm. War denn von deiner Seite aus vorher auch schon so eine Anziehung, oder schiebst du es wirklich alles auf den Alkohol? Nein, also ich fand ihn schon immer eigentlich ganz toll und auch schon bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin. Aber dass da sowas läuft, hätte ich mir in meinem Leben echt nicht vorstellen können. Aber da ist null Verliebtheit bei dir im Spiel. Jetzt. Bitte? Da ist keine Verliebtheit bei dir im Spiel. Nein. Gar nichts. Nein. Also du bist nach wie vor glücklich mit deinem Freund. Ja. Und möchtest mit dem auch zusammenbleiben. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bist du aber schwanger. Jetzt sind die, wenn du jetzt nicht schwanger wärst, könnte man ja sagen, okay, komm, ein ganz dicker Mantel des Schweigens darüber und gut. Aber jetzt ist alles ganz kompliziert. Ja, aber das ist auch gerade das. Also ich glaube, ich könnte auch so nicht wirklich schweigen, weil wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, ich kann einfach nicht normal mit ihm reden. Und das halt. Merkt er denn, dass bei dir irgendetwas anders ist? Hat er dich irgendwie schon auf angesprochen? Nein, gar nichts. Mhm. Also überhaupt gar nichts. Also der hat auch eigentlich immer ziemlich viel Vertrauen in mich gehabt und hat es auch immer noch. Und deswegen ist es ja gerade so schwer für mich. Ja. Jetzt weißt du, dass du schwanger bist. Nun gehen dir wahrscheinlich 1000 Gedanken durch den Kopf. Wohin gehen, in welche Richtung gehen die? Das Kind behalten wollen? Ja, also ich habe auch schon an Abtreibung gedacht, aber dann noch wiederum habe ich mir gedacht, dass es absolut nicht das Richtige wäre, wenn ich jetzt abtreiben würde, weil es ist immerhin schon in meinem Körper, auch wenn es ganz winzig und klein ist, aber es ist halt in meinem Körper drin. Und, ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen will. Auf jeden Fall ist jetzt so ein Punkt angekommen, du bist an einen Punkt angekommen, wo du nicht mehr schweigen kannst. Ja. Das ist vielleicht jetzt auch der erste, das erste Signal in diese Richtung, dass du hier heute Abend anrufst. Ja. Du hast gerade gesagt, ich eigentlich, selbst wenn ich jetzt nicht schwanger wäre, ich könnte gar nicht
Schweigen und meinem Freund das auf Dauer ja, verheimlichen, das Ganze. Ja, ich meine, irgendwann würde man das ja sowieso sehen. Ich mein, jetzt, wo du schwanger bist, sowieso, ja, das sowieso, ja. Du sagst, die Beziehung ist sehr gut zwischen dir und deinem Freund. Die ist sehr vertrauensvoll. Ja. Mhm. Eigentlich auch schon immer gewesen. Und sehr innig. Ja. Mhm. Der würde sich ja schon jetzt auch doch anbieten, dass du ihm das genauso erzählst, wie du es mir erzählt hast. Nämlich genau, ja, wie es passiert ist. Dass ihr da wirklich voll sturztrunken euch vergessen habt. Ja, aber ich kenne halt meinen Freund und ich weiß auch ganz genau, ich denke mal, der wird sofort Schluss machen. Der wird gar nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Überhaupt nichts mehr. Was ist die Alternative? Ja, ich habe keine Ahnung. Es sind ja so viele Sachen. Es ist zu klären, ob du das Kind haben möchtest. Es ist dann zu klären, ob du es, wenn du es, nehmen wir mal an, du willst es haben, dann musst du es deinem Freund sowieso sagen. Ich hoffe nicht, dass du irgendwie auf so eine Idee kommst, vorzutäuschen, dass er der Vater ist. Nein, auf gar keinen Fall. Das darfst du nicht machen. Damit kann ich nicht leben. Nein, das darfst du auf keinen Fall machen. Also gehen wir mal davon aus, du entscheidest dich für das Kind, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als es ihm zu sagen. Dann ist die große Frage, wie er darauf reagiert. Ja, und davor habe ich gerade Angst. Ob er damit leben kann? Ich meine, es gibt Fälle, es gibt Lieben, die selbst so etwas aushalten. Aber das ist natürlich starker Tobak, der da vorgefallen ist. Das ist sein bester Freund. Das heißt, diese Beziehung wird ja dann auch noch mit elementar erschüttert. Wenn nicht gar, wird sie kaputt gehen, die Beziehung. Ja, der meinte ja schon immer, dass er auf jeden Fall mit mir zusammen sein will, egal was passiert und so. Aber er meinte auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, von meinem besten Freund schwanger werden würdest, wäre es aus und vorbei. Ach, das hat er so gesagt. Das hat er schon mal so gesagt? Ja, das so, hat er schon mal gesagt. Einfach so dahergesagt, als Beispiel. Ja, genau. Over. So, das war jetzt das eine, was wir durchgespielt haben. Wenn du das Kind behalten möchtest, bleibt ja gar nichts anderes übrig, als es ihm zu sagen. Wenn du das Kind nicht behalten möchtest, gibt es die Möglichkeit, dass du das alles heimlich machst, auch heimlich die Abtreibung vornehmen lässt und ihm alles verschweigst. So wie ich dich aber jetzt gerade so ein bisschen schon kennengelernt habe, Chantal, glaube ich fast, dass du das nicht aushältst, das alles zu verschweigen. Nee, das kann ich auch nicht, deswegen rufe ich dich auch an. Also, ich finde, die allerwichtigste Frage, die zu klären ist, möchtest du das Kind behalten? Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Das musst du ganz für dich allein entscheiden und du müsstest zu einer Beratungsstelle gehen. Ja. So, und daraus resultierend stellt sich die Frage, wann sage ich meinem Freund? Ich glaube, letztendlich läuft alles darauf hinaus, so wie wir es gerade jetzt durchdacht haben, dass du es ihm über kurz oder lang sagen musst, fast egal, wie du dich entscheidest, ob du das Kind haben möchtest oder nicht. Mit dem großen Risiko. Ich meine, weißt du, er hat gesagt, wenn du von meinem besten Freund schwanger wirst, dann ist Schluss und aus. Klar, das sagt man schon mal so, vielleicht wenn man gar nicht betroffen ist. Vielleicht ist aber seine Liebe zu dir so tief, dass er doch ganz anders reagiert. Vielleicht ist er erst irrsauer und sagt dann aber, okay, ich habe dich so lieb, ich verzeihe dir, das ziehen wir jetzt irgendwie durch. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt so Fälle, ich habe solche Fälle hier schon gehört. Aber ich will dir da auch nicht jetzt unnütz hoffen, oder vielleicht nicht zu große Hoffnung machen. Aber eine kleine Chance besteht schon, dass es auch so laufen könnte. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das dem Freund sagen soll, also seinem besten Freund, weil ich denke mal, da wird die Freundschaft auf jeden Fall kaputt gehen. Ja. Und wenn das dann alles durch mich passiert, dann, ich glaube, ich kann in meinem Leben echt nicht mehr glücklich werden. Ich finde, was heißt durch dich? Der beste Freund ist ja 50% genauso daran beteiligt wie du. Ja. Ich meine, gut wäre sowieso, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass du dich mit dem auch mal in Verbindung setzt. Ich meine, du bist immerhin von ihm schwanger. Es ist sein Kind, was da in dir wächst, dass er darüber Bescheid weiß und dass ihr vielleicht beide auch mal zusammen beratschlagt, was zu tun ist, wie man jetzt mit deinem Freund, mit seinem Freund umgehen soll, wann man ihm das sagen soll. Ja, das würde ich schon gern machen, dann überhaupt mit jemandem darüber zu reden, damit es mir einfach besser geht. Gut, dann nimm das doch jetzt als nächsten Schritt erstmal, dass du so schnell wie möglich mit dem Freund deines Freundes redest. Er ist ja nun immerhin zu 50% daran beteiligt, wie ich es gerade schon sagte. Ja. So, darüber hinaus würde ich dir dringend raten, dass du eine Beratungsstelle aufsuchst. Da gebe ich dir gerne, lasse ich dir gleich durch meine Psychologin noch eine Adresse geben. Ja. So, und dann werden sich die Dinge schon entwickeln, wohin auch immer, dass du es ihm irgendwann sagen wirst müssen. Ja,
Das muss ich echt. Such mal zuerst ganz schnell das Gespräch jetzt mit dem Erzeuger des Kindes. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überlegung, auch, dass du reden kannst und er kennt deinen Freund gut, du kennst ihn gut und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall machen. So, Chantal, jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an, mit der du generell noch ein paar Worte reden kannst, sehr gerne. Und sie wird dir auch noch eine Beratungsstelle in deiner Umgebung nennen. Ja. Okay? Ja, vielen Dank, Domian. Von Herzen alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet wie immer domian@wdr.de. Hier ist Daniela. Daniela ist 21. Hallo Domian. Hallo Daniela. Ja, also mein Problem ist, also ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Ich habe seit über 13 Monaten einen Freund. Ja. Er ist Südländer. Was heißt Südländer? Er kommt aus der Türkei. Ja. Und das war so, also wo wir zusammengekommen sind, die ersten 3-4 Monate lief es eigentlich ganz gut. Mhm. Also gab es eigentlich gar keine Probleme. Und dann hat er mich darauf angesprochen, ob ich nicht gerne arbeiten würde. Also das heißt... Wie arbeiten? Als Prostituierte. Ach. Stopp. Ja, also, und was hast du vorher gemacht? Ich habe ein einjähriges Praktikum in einem Einzelhandel gemacht. Also als ihr euch kennengelernt habt, warst du im Einzelhandel? Genau, da habe ich mein Praktikum im Einzelhandel gemacht. Also da... Moment, da sagt der Freund, nachdem du bist 3 Monate mit einem Freund zusammen... Seit 13 Monaten. Nein, ja, es war, aber damals, du warst ein paar Monate mit ihm zusammen, groß verliebt und Schmetterlinge im Bauch und weiß ich was alles. Und dann sagt der Freund, willst du auf den Strich gehen? Ja, das fand ich am Anfang auch ganz komisch. Also ich für ihn, ne? Bitte? Für ihn auf den Strich gehen. Also er würde dich dann irgendwie... Also er sagte zu mir, es wäre besser für uns beide. Also wir würden uns dann eine gemeinsame Zukunft aufbauen und die Schulden bezahlen und... Welche Schulden? Ich habe Schulden in wenigen Monaten gemacht und er hat Schulden. Ja, wie, sag mal, nur um damit ich es einschätzen kann, wie hoch bei dir? Also bei mir ist das jetzt über 5.000 Euro. Für Klamotten oder? Das war Telefonrechnungen und alles Mögliche eigentlich. Also Kleinkram? Ja, genau. Der sich so summiert hat. 5.000 bei dir und wie viel bei ihm? Das weiß ich nicht. Er sagte mir irgendwas über 20.000 Euro. Okay, so. Jetzt macht er dir den Vorschlag und stellt die Frage. Wie hast du reagiert? Wie hast du dich verhalten? Also ich habe gesagt zu ihm, ich würde es dann nur erst tun, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr weiter weiß. Also sprich, keine Arbeit richtig bekomme, keine Wohnung, ach, keine Ahnung. Da habe ich zu ihm gesagt, dann mache ich es erst. Mhm. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, nach einem Monat oder so, kam er zu mir an, ja, wir können ja nach Holland fahren. Also Amsterdam, dieses große Rotlichtmilieu, was man eigentlich kennt. Mhm. Und da habe ich eigentlich, also, da habe ich ja gesagt. Hast du ja gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich mache es. Hast du es gemacht dann? Ja. Bis also, heute? Nein, jetzt gar nicht mehr. Wie lange hast du es gemacht? Wir sind August letztes Jahr gefahren. Mhm. Wir haben, also ich war da nur 2 Wochen, weil ich konnte das irgendwo nicht mehr. Weil also diese 2 Wochen haben stattgefunden in Amsterdam, in Holland. Jetzt ist sie weg. Das ist aber ärgerlich. Wir versuchen sie neu zu erreichen, die Daniela. Mensch, gerade wo es spannend wurde. Da machen wir erstmal weiter mit Biljane. Ist das richtig? Nein, Biljana. Mit A am Ende. Kenne ich überhaupt nicht. Biljana. Also Biljana. Ja, Biljana. Ja. 19 Jahre alt. Mhm. Was ist dein Thema, Biljana? Also auch recht viel vollbepackt und so. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal eine grobe Überschrift. Beziehung mit meinem Freund und die Eltern, die immer dazwischen funken und der Druck, der noch von anderen Sachen dazukommt. Ja. Also wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ein Jahr. Ja. Und die Eltern, die mögen dich nicht. Die wollen nicht, dass er mit dir. Also es ist so, dass ich vor 2 Monaten mit ihm zusammengezogen bin. Ja. Und also aus der Stadt raus, also aus dem Land raus. Also ich wohnte halt in der Schweiz.
Ja? Ich bin hier nach Deutschland gezogen mit ihm zusammen. Aufs Land oder in die Stadt? In die Stadt. In die Stadt. Mhm. Ja. 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 Und ihnen war das eigentlich wirklich immer schon so ein Dorn im Auge, weil sie wollten halt, dass ich, und da kommt jetzt halt die nächste Geschichte, sie wollten halt, dass ich halt so ein schönes Studium mache und haben mein Leben eigentlich schon so geplant. So, was Moment, jetzt alles reden wir jetzt von deinen Eltern oder von seinen Eltern? Von meinen Eltern. Von deinen Eltern? Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Also deine Eltern wollen nicht, dass du so nah mit deinem Freund zusammen bist. Und vor allen Dingen wollen sie nicht, dass du da du bist jetzt hingezogen. Das wollten sie vorher nicht. Sozusagen. Also sie wollten es, sie haben es mir deshalb erlaubt, mit dem Grund halt, dass ich hier ein Studium anfange. Ja, und möchtest du das? Wirst du das tun? Halt nicht. Also das Problem ist halt, dass ich eigentlich ein Leben lang eigentlich immer auf sie gehört habe und sie mir eigentlich wirklich immer gesagt haben, so, das ist richtig, das machst du jetzt und so, und von der Schule auch, und es ist halt vorgesehen, dass ich halt so ein Karriere-Leben sozusagen. Verstehe. Was wollten deine Eltern, was solltest du studieren? Ich sollte Rechtsanwältin werden. Jura. Ja. Eine Tochter aus gutem Hause studiert dann auch Jura. Ja, halt wirklich so, auch so, ja, wir konnten das nicht erreichen, uns geht es schlecht und wollen das für dich das Beste. Ach so, aus der Ecke. Das verstehe ich auch. So, jetzt hast du gesagt, ich bin immer die ganze Zeit fremdbestimmt gewesen. Mhm. Immer haben alle Leute gesagt, was ich tun soll, und die wollten mir sagen, was das Beste für mich ist. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen die Schnauze voll und mache mein eigenes Leben. Und der erste Schritt war jetzt, dass du hingezogen bist zu deinem Freund. Sozusagen, ja. Hast du dein Abitur schon? Ja, habe ich. Das hast du. Was sind denn deine, wenn du jetzt mal frei von Familie und dem Druck und so, wenn du entscheiden könntest, was würdest du denn gerne jetzt machen? Man muss ja irgendwas machen. Das habe ich mir halt auch schon überlegt, und das ist eigentlich die ganze Zeit auch schon in mir gewesen. Das ist halt unterdrückt worden und jetzt ist halt wirklich immer mehr rausgekommen. Also ich möchte eher, weil ich halt recht gut, halt, weil mir Kunst gut tut, halt zu malen und zu zeichnen. Ja. Möchte ich halt so über die Schiene probieren, halt dafür zu arbeiten. Ja. Und ich weiß auch, dass das hart ist. Also was heißt dafür zu arbeiten? Heißt das, du möchtest Kunst studieren oder möchtest du... Nö, also wirklich einfach nur einen Job haben und dann wirklich über Kontakte knüpfen und Galerien und Ausstellungen. Also wirklich von ganz kleinen anfangen und... Ich verstehe. Miljana möchte Malerin werden. Sozusagen. Sie möchte in die Fußstapfen von Picasso treten. Ja. Ne, du... Grob ausgedrückt, ne, so in die Richtung. Dafür würdest du gerne gar nicht groß irgendwas lernen, sondern einfach jobben, um Geld zu verdienen und dann zu Hause vor deiner Staffelei stehen und malen. Genau. Finde ich eine gute Idee. Wenn du dich damit finanzieren kannst, wenn du Jobs findest, finde ich das nicht schlecht. Aber vielleicht wäre noch interessanter für dich, wenn du wirklich ein Kunststudium anfangen würdest, weil man dann eine ganze Menge Handwerk einfach lernen kann. Das habe ich mir halt auch überlegt, nur irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich halt recht nicht gut mit dem Gedanken daran, irgendwie zu studieren oder irgendwie... Gut, dann würde ich auch sagen... Leuten so zu sein. Okay, und so. Du bist 19 Jahre alt, das heißt sehr jung noch. Mhm. Ich finde, plädiere immer dafür, wenn man selbst so eine Idee hat, wenn man auch relativ jung noch ist, soll man das machen. Wenn du dich so finanzieren kannst, wenn du dir Job suchst... Und du sagst, das ist meine Leidenschaft, ich will jetzt erstmal malen. Vielleicht kann ich in 5 Jahren nochmal studieren. Dann mach es. Das ist halt so die Sache, dass ich mit ihnen das eigentlich nie besprochen habe, weil sie immer abgeblockt haben und ich ihnen eigentlich auch gar nie gesagt habe. Und jetzt halt wirklich an so einen Brief ran sitze und ihn auch geschrieben habe. Ach so. Wo ich halt wirklich geschrieben habe, so, ja, ich verstehe euch, aber halt hört mal zu, ich möchte halt irgendwie das und das machen. Ah, das heißt, so eine ganz offene Aussprache gab es noch nie? Du hast ihnen das noch nie richtig ins Gesicht gesagt. Mhm. Aber nur sollen sie es erfahren, und du traust dich denen das nicht so vis-à-vis zu sagen, dann machst du es schriftlich. Ist ja auch okay. Das Problem ist halt jetzt wirklich so die Reaktion darauf. Klar, weil, das musst du aushalten. Dann. Jetzt geht's halt wirklich tiefer rein. Also ja. Mein Vater, der ist halt, der sieht das halt nicht gern. Und er macht auch meinen Freund dafür irgendwie zuständig, dass er mich sozusagen von diesem guten Weg weggelockt hat. Bist du finanziell abhängig von deinen Eltern? Ich? Hm? Ja, sie unterstützen mich. Ja, also da kannst du natürlich mit rechnen, dass sie den Hahn erstmal zudrehen. Klar. Ne? Aber, du bist ja fest entschlossen und sagst hier, ich suche mir Jobs, ich halte mich schon über Wasser und will anfangen zu malen. Ne? So habe ich es verstanden. Mhm. Mach es, Biljana, mach es. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man von den Eltern bestimmt wird, auch wenn die es noch so nett und gut meinen, und man irgendwann dann sturzunglücklich mit Ende 20 dann vielleicht sein Examen in Jura macht und feststellt, das ist es nicht, das ist nicht mein Ding. Das ist wirklich so, halt wirklich das, was ich mir auch gedacht habe. So, jetzt, wo man doch jetzt so Motivation hat und wirklich voller Elan da reinging. Ja, ist doch gut. Und du bist kann man das aufhalten? Genau, und du hast es jetzt schon mit 19 Jahren entdeckt, machst den Fehler nicht, dass du jetzt was Falsches studierst. Mach es so, wie du es gerade gesagt hast. Der Brief ist noch nicht abgeschickt? Nee, aber das Problem, also es kommt jetzt noch ein anderes Problem dazu. Halt wirklich die Sache mit dem Druck, den sie ausüben auf mich und meinen Freund. Also wirklich, mein Vater hat damit gedroht, wenn wir bis zum September und Oktober halt keine Ausbildung anfangen oder kein Studium, wird er vorbeikommen, einfach so unangemeldet und uns zusammenschlagen. Das ist ja schon sehr heftig. Das ist wirklich heftig. Das ist schon sehr heftig. Ich meine, du bist, wie alt ist dein Freund? Er ist 20. Du bist 20. Du bist 19, zwei junge, erwachsene Menschen. Da hat der Vater überhaupt nicht da reinzufunken bei euch. Ja. Der kann dir die Gelder sparen, aber mehr kann er nicht. Das Problem ist halt, wie soll man es ihm klar machen? Weil man muss dazu sagen, dass meine Eltern aus Jugoslawien kommen und da halt wirklich noch so eine andere Mentalität herrscht. Ja, ja. Zwar ist die nicht überall so gleich, sondern hier ist es halt wirklich extrem. Also umso mutiger finde ich von dir, Biljana, dass du diesen Weg gehen willst. Jetzt ist mir das klar, das ist dann nicht so einfach gesagt, ja okay, zieh das jetzt so durch, das ist schon ein richtiger Kampf gegen die Familie dann. Aber du hast den Weg ja schon beschritten. Du hast ja schon die ersten Schritte gemacht. Jetzt wirst du die nächsten auch noch machen. Mhm. Und ob er nur vorbeikommt und euch zusammenschlägt, sei mal dahingestellt. Ich hoffe, er tut das nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Posen und Bluffen. Ich hoffe einfach mal, weil ich kann es ihm halt noch zutrauen. Ja. Und aber geh du jetzt mal erst den nächsten Schritt und schreib diesen Brief. Merkst du, dass du dich immer mehr abnabelst von zu Hause? Allein der Schritt schon in die Wohnung gezogen zu sein, ist schon eine Abnabelung. Schon, ja. So, und jetzt der ganz große Schritt zu sagen, nee, Eltern, ich studiere nicht Jura, ich will Malerin werden, ist schon eine ganz tolle Leistung. Mach weiter so, auch wenn alles kompliziert wird und mit Risiken verbunden ist, mach es, das ist dein Leben, dein Ding, irgendwann wirst du froh sein. Vielleicht, wenn deine Eltern es dir irgendwann auch mal anerkennen, dass es getan ist. Ich hoffe es auch. Ja, und also es ist noch nicht fertig. Es kommt halt wirklich das Problem halt mit meiner Beziehung, dass uns halt diese Sache recht aufgefressen hat und recht viel zerstört hat, halt immer diesen Druck und das Dazwischenfunken. Und dass wir heute halt zum ersten Mal halt so über Trennung geredet haben. Oh. Jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Jetzt kommen wir in die diffizile psychologische Ecke. Wo wir jetzt sicher ausführlich drüber reden müssen, was da zwischen euch beiden abgeht. Nicht, dass das kaputt geht. Da würde ich vorschlagen, rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, dann kann das in Ruhe besprochen werden. Okay. Ne? Also die sachlichen Sachen haben wir jetzt geklärt. Also was heißt geklärt? Ich habe dir meine Meinung gesagt, tu es. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Dankeschön. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, gut. Alles Gute, tschüss. Daniela, hier haben wir sie nochmal. Ich hoffe, das ist die Daniela von gerade. Ja, auf einmal waren wir weg. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Nee. Nein. Also, wir waren da stehen geblieben. Dein Freund, du hast bist seit 13 Monaten mit deinem Freund zusammen. Ja. Der hat nach ein paar Monaten den Vorschlag gemacht, hier, willst du nicht für mich auf den Strich gehen oder willst du auf den Strich gehen? Ja. Du bist dann mit ihm nach Holland gefahren, nach Amsterdam. Ja. Und hast doch zwei Wochen, soweit waren wir gerade gekommen, zwei Wochen als Prostituierte gearbeitet. Genau. Ne, und meine letzte Frage, da war die Leitung weg, war, du hast ausschließlich in Holland, in Amsterdam als Prostituierte gearbeitet, hinterher in Deutschland nicht? Doch, hinterher in Deutschland schon. Auch noch? Achso, wie lange dann insgesamt? Insgesamt 2,5 Monate, 3 Monate. Doch insgesamt. So lange. Ja, dass ich das so lange ausgehalten habe. Also. Und wie hat er das denn gemacht? Ist er dann quasi so als Zuhälter aufgetreten? Hat er dich verkauft an andere Zuhälter oder wie war das? Nein, das war, er sagte mir das dann halt, ob ich das machen möchte. Und der redete so auf mich ein und wir können ja unsere Zukunft und wir können ja alles besser machen. Und ich war so in den verliebt, dann habe ich es gemacht. Also er hat mich nicht an anderen Zuhältern jetzt verkauft, sondern ich habe halt da in diesen... Ach, du hast das eigenständig gemacht und das Geld dann habt ihr zusammen euch geteilt, oder wie?
was heißt geteilt? Also ich habe schon Geld gekriegt, aber die, das meiste hat er. Ach so. Also hat er sich quasi, er war quasi dein Zuhälter. Er hat sich das eingesteckt, ja. Und Mensch, Daniela, das ist aber eine krasse Sache, sage ich dir. Wenn der eigene Freund die Freundin auf den Strich schickt, nur um sich das ein oder andere leisten zu können. Zwei, drei Monate hast du es ausgehalten. Ja. Aber du bist heute immer noch mit dem zusammen, oder wie? Ja. Warum? Ich weiß nicht, ich kann mir das selber nicht erklären. Also ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu naiv, sage ich jetzt mal so. Ich kann mich von denen nicht... Lass uns eins nach dem anderen besprechen. Wie war das denn, als du dann zu ihm gesagt hast, hier, ich kann das nicht mehr, ich will es nicht mehr? Also, wo wir halt in Holland waren und dann habe ich mich mit dem unterhalten. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit anderen Männern, die ich weiß nicht, die waren eklig, sag ich jetzt mal so. Mhm. Ja? Ich sag, ich kann das nicht. Mhm. Ich möchte das einfach nicht. Der hat das eigentlich auch verstanden. Also wir sind dann auch wieder zurückgefahren hier nach, wo ich halt wohne. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo. Und dann war das auch alles erstmal so schön und gut. Also er hat nicht auf dich Druck ausgeübt und hat gesagt, ja, egal, komm, zieh das durch, mach es. Das hat er nicht getan. Gesagt hat er es nicht, aber er hat es, wie soll ich das erklären? Er hat es nicht gesagt, aber er hat das irgendwie mit, das ist schwer zu beschreiben, er hat mich schon unter Druck gesetzt, aber nicht durchs Sagen, sondern dadurch, wie er sich verhalten hat. Ah ja, also ein bisschen diffuser und subtiler das Ganze. Ja, genau. Mhm. Aber er hat es jetzt, heute hat er es akzeptiert, dass du es nicht willst, oder ist der Druck immer noch irgendwie da? Nee, der hat es jetzt, also er spielt immer schon so drauf an, dass er so viele Probleme hat und ich hätte auch so viele Probleme, also ich jetzt selber. Und was ich dann für einen Weg haben sollte, das zu ändern und also, er spielt es schon drauf an, dass ich wieder, aber ich möchte das einfach nicht. Das was? Wenn eine Frau das nicht will, wenn eine Frau nicht als Prostituierte arbeiten will, letztendlich, wenn es nicht die wirkliche Entscheidung ist, stelle ich mir das absolut widerlich vor, das machen zu müssen. Ist es auch. Also ich habe mir am Anfang gedacht, du probierst es mal aus, Augen zu und durch. Mhm. Das ist so mein Sprichwort, Augen zu, durch, du machst es. Mhm. Und den ersten Tag halt, wo ich da angefangen habe zu arbeiten, hatte ich doch den ersten, und ich sage jetzt mal ganz grob, du hast den ersten Fuffi gesehen. Mhm. Und du hast dir gedacht, na, wenn du den ersten hast, kriegst du den zweiten und den dritten und immer weiter und so fort. Ja, ja. Ich konnte es aber dann nicht mehr hinter. Ich weiß nicht, das war so ekelhaft, mich da hinzulegen, mir die Beine breit zu machen, damit sich andere amüsieren konnten. Das konnte ich dann halt nicht mehr. Und das Ganze hat in einem Club stattgefunden, ne? Das in Holland war halt dieses Puff, diesen großen, diesen größten Rotlichtmilieu hier halt, den man kennt, wenn man schon in Holland war. Und das zweite Mal halt war in einem Club, in einem Saunaclub war das. Und da habe ich, das konnte ich dann auch nicht. Hast du in der Zeit auch Sex mit deinem Freund gehabt? Ja. Wollte also er das der auch? War also, ich sag mal so, in der Zeit, wo ich jetzt gearbeitet habe, jetzt in Holland oder hier im Club, da war der so richtig, da ist er auf mich eingegangen. Also ich hatte das Gefühl, er ist auf mich eingegangen. Zu dieser Zeit aber jetzt nur, wo ich gearbeitet habe. Ach so, das heißt jetzt, nachdem du nicht mehr gearbeitet hast, ist das auch sexuell zwischen euch beiden nicht mehr so doll? Sexuell schon. Aber sonst nicht. Sexuell, da läuft das alles glatt. Und also sag ich jetzt mal so. Aber diese Wärme fehlt mir. Also Daniela, ich muss dir sagen, ich sage es jetzt nochmal, ich bin wirklich entsetzt darüber, dass ein Freund, ein Mann, der eine Frau liebt, diese Frau auf den Strich schickt, obwohl die das gar nicht will. Das ist eine Schande. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ich weiß nicht, was in diesem Mann vorgeht, was da los ist, dass er seine Frau verkauft. Ja, ich muss sagen, er ist auch ein paar Takte älter wie ich. Also ich bin jetzt 21 geworden. Ja, wie alt ist er? Er ist 39. Ja, das ist ja egal, wie alt er ist. Ja, ist es vielleicht sogar noch schlimmer, wenn er... Nein, es ist völlig egal, wie alt er ist. Ja. Jetzt frage ich mich nur, was ist da in dir los, dass dieses Verhalten deines Freundes die Zuneigung, die Liebe, das Vertrauen nicht völlig zerstört hat? Ich dachte, wenn ich das, also ich habe so gedacht,
wenn ich es mache, wenn ich jetzt wirklich da arbeite. Und ich dachte, damit halte ich ihn. Hört sich jetzt wirklich doof an, aber ich weiß das. Also, das ist ja auch sehr schlimm. Ja, das hört sich jetzt wirklich sowas von doof an, das weiß ich selber. Und ich weiß, es hat nicht geklappt. Ich wollte es auch nicht mehr weitermachen. Und ja, es ist doch ganz klar, wenn du sagst, wenn alles in dir Nein sagt, Nein schreit, ne, dann ist es ja ein ganz klarer Beweis, dass diese Welt nichts für dich ist, in der du da warst. Naja, deswegen mache ich es ja jetzt auch nicht mehr. Deswegen, also. So, und dieses hat dein Freund von Anfang an mitbekommen? Der hat mich auch sozusagen von meiner Familie deswegen weggerissen. Also Daniela, was willst du bei diesem Mann noch? Glaubst du, dass dieser Mann dich liebt? Wenn dieser Mann dich lieben würde, hätte er das nicht... Ich weiß, dann hätte er es nicht gemacht. Nein, er hätte es niemals getan. Ja, niemals. Er benutzt dich. Er nutzt dich aus, benutzt dich und vor allen Dingen, du sagst jetzt... Und er war sehr nett zu dir, als du funktioniert hast... Ja, als es funktioniert hat, da war der so wie ich es mir vorgestellt habe. Was willst du denn noch mehr? Dir ist doch offensichtlich, wie wir jetzt so reden, alles klar. Und dennoch hängst du blind an diesem Mann? Ja, und ich muss sagen... Was soll er dir denn noch tun? Hat er dich auch schon geschlagen? Nein, das hat er nicht gemacht. Ja. Also das würde er sich auch nicht wagen, sag ich jetzt mal so. Ja, aber er hat gewagt, dich auf den Strich zu schicken. Also, ja, weißt du... Das ist, wie viele Frauen mir hier schon erzählt haben, die von ihren Typen wirklich zusammengeschlagen werden, regelmäßig. Ja, ich liebe ihn aber immer noch. Und ich flippe immer aus, wenn ich das höre. Ja, ich will mich von ihm ja abkapseln. Ich will es, aber ich glaube, ich habe Angst alleine zu... Ich weiß es nicht. Ich kann mir das selber nicht erklären. Ich will mich von ihm trennen. Mhm. Auf einer Seite schon. Mhm. Also ich habe wirklich auch keine, also es ist zwischen uns. Also du hast, ich habe Angst, alleine zu sein. Auch, ja. Eventuell. Aber du hast nicht Angst vor ihm, dass er irgendwie gewalttätig wird, wenn du sagst, nein, ich will mit dem nicht mehr zusammen sein. Mit dir nicht mehr zusammen. Davor habe ich keine Angst. Also ist es ja auch schon mal eine Chance. Ne? Also wenn es jetzt noch so wäre, dass das eher körperlich auch Gewalt auf dich ausübt und du auch die Angst noch haben müsstest. Also liegt es alleine an dir. Die Einsichten sind alle da bei dir. Du musst nur noch handeln. Du musst nur handeln. Ja, und dieses Handeln, das fällt mir schwer. Ja, da kann dir keiner mehr helfen. Da kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ich kann dir nur sagen, dass es richtig ist zu handeln. Jeder Mensch, der jetzt zugehört hat. 100% jeder, Daniela. Das ist ja schon eine Aussage. Das ist keine Meinungssache mehr. 100% jeder Mensch, der jetzt zugehört hat, wird sagen, Daniela, geh von diesem Mann weg. Das ist doch ein starkes Argument, oder? Ja. Da wird keiner sagen, naja, man kann es ja vielleicht doch so sehen und so sehen und sehen. Nein, jeder wird sagen, geh weg. Ja, ich will es ja, aber ich weiß nicht, ich schaffe das irgendwo nicht. Hast du es denn schon versucht? Ja. Dann versuch es nochmal und versuch es nochmal. Irgendwann schaffst du es schon und dann hast du dein eigenes Leben. Und wenn du sagst, ich kann nicht alleine sein, na gut, viele Leute können nicht gut alleine sein, aber man kann das. Man schafft das schon. Und wenn man es dann eine Weile geschafft hat, ist das auch ein tolles Erfolgserlebnis. Ja, schon. Es ist auch ein bisschen schwer. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich so durcheinander geworden. Mhm. Also, wir werden das Problem natürlich jetzt in diesem Gespräch nicht lösen. Und ich glaube, es lag dir sicher auch daran, einfach mal eine außenstehende Meinung zu hören. Eine ganz, ganz neutrale, ja, außenstehende Meinung. Ja, ich wollte auch schon so oft anrufen, hatte aber nicht so den Mut dazu. Und heute habe ich mir gedacht, du rufst jetzt einfach an. Ist doch auch schon mal ein erster Schritt. Ist doch ein guter Schritt, finde ich. Ja, ein verdammt guter Schritt. Ja, ich wollte einfach mal nur eine andere Meinung hören, weil ich habe ja sonst keinen, mit dem ich reden kann. Jetzt hörst du noch eine andere Meinung, die aber natürlich die gleiche Meinung sein wird, aber ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Vor allen Dingen, was die Problematik anbelangt, dass du so Angst davor hast vor diesem Schritt. Vielleicht kann sie dir da noch ein paar Tipps und Tricks geben, auf den Weg geben. Okay? Okay. Also inhaltlich klare Sache, ne? Ja. Daniela. Alles Gute, meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Nach Daniela, ganz pfiffig hier bei uns, kommt jetzt Daniel. Ne? Daniel, 24. Ja, hallo. Ja, hallo Daniel. Ja, hallo. Ja, also ihr habt vor geraumer Zeit, also schon ziemlich lange her, ein Thema gehabt, das hieß, ich bin was Besonderes. In etwa, ja. Ja, und im Moment, die letzten 4 Monate, bin ich was Besonderes, würde ich mal so sagen, im Gegensatz zu manch anderen Typen und Männern. Ich bin gespannt. Ja, also ich habe
eine feste Freundin seit 8 Monaten. Ja. Und 3 andere Mädels nebenher laufen. Ach du lieber Gott. Ja. 3 Mädels nebenher laufen. Wie lange die? Die feste Freundin seit 8 Monaten? Genau. Und 4 Monate geht das andere jetzt schon. 4 Monate. Also das heißt im Prinzip 4 Frauen. Genau. Ja. Du sagst, ich bin was Besonderes, klingt immer im ersten Moment so ein bisschen positiv. Findest du das positiv oder negativ? Das ist klar. Also ich habe schon mal Momente, dass das auch irgendwie durchkommt und ich denke so, ja, negativ irgendwo schon, was das Moralische betrifft, vielleicht im Gegensatz zu meiner festen Freundin, ne? Ja, so, ich meine es moralisch. In keinem anderen Sinne. Bitte? In keinem anderen Sinne meine ich es. Ja, also, jo, das kommt schon mal ab und zu durch, klar. Aber nur ab und zu. Nur ab und zu. Im Prinzip finde ich halt, meine feste Freundin bekommt von mir die Liebe, die ich auch wirklich in meinem Herzen habe für sie, weil ich habe auch genug mit ihr durchgemacht schon. Ja. Und es hört zwar komisch an, aber es ist halt so. Ich liebe sie über alles. Ja. Und da kommt auch nichts rüber. Wenn ihr an ihr was drankommt, dann der muss erst an mir vorbei. Mhm. Und also, aber halt, ich trenne das. Ein Macker und ein richtiger Hengst. Ja, so würde ich es nicht. Ja, so klingt es schon. Also wenn da jemand... Da, der kommt an mir nicht vorbei. Ja, das kann man sehen, wie man will. Ne? Also ich beschütze halt meine richtige. Und meine feste Freundin, die ist halt mein, in Anführungsstrichen, mein Ein und Alles, weil sie hat meine Liebe, ich habe ihre Liebe, sie ist in meinem Herzen. Okay, finde ich eine gute Aussage. Aber du belügst und bescheißt sie in der Strich und Faden mit 3 anderen Frauen. Mit 3 anderen Frauen. Würde ich aber nicht sagen. Weil es ist so, dass die 3 anderen Frauen nur mein Genital bekommen, wenn man was mal so sagen darf. Ja. Finde ich eine tolle Einstellung. Ja. Hätte ich überhaupt gar nichts gegen, Daniel, wenn du mit offenen Karten spielen würdest. Wenn du ihr sagen würdest, pass auf, du bist meine Königin. Ja. Das andere ist nur eine reine Schwanzgeschichte. Aber das tust du ja nicht. Du sagst es ihr ja nicht. Das ist das Feige daran. Ja, klar, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt so, wenn ich ihr das erzählen würde, wird sie halt, ist klar, dass sie nicht mehr glauben würde, dass sie meine Königin ist. Ja. Aber da haben wir es. Ja, klar, nur es gibt halt Leute, die trennen sowas, die können sowas verstehen, nämlich die 3 anderen Mädels, die wissen voneinander und denen ist das auch egal. Wissen die anderen Mädels auch, dass es da eine Hauptfreundin gibt? Genau, die wissen das auch, ja. Und die akzeptieren das ja zum Beispiel. Ja, dann ist es für die auch... Für alle drei ist das eine reine Sexgeschichte. Genau, ja. So, jetzt pass auf. Okay, das ist ja auch in Ordnung, wenn das so geregelt ist. Finde ich, habe ich auch gar nichts gegen einzuwenden. Ja. Aber ich will jetzt einmal moralisch argumentieren. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass man den Menschen, den man so sehr liebt, wie du es gerade gesagt hast, und ich glaube dir das auch, ich glaube es dir, dass man denen so hintergeht. Du musst sie ja auch immer wieder belügen, wenn du mit deinen anderen Frauen da rumtaktierst und dann erzählst du, ich bin da und ich mache das und so weiter. Ja. So, das ist das eine. Es ist einfach eine große Grundlüge, die in deinem Leben ist. Und das andere ist, Daniel, stell dir mal vor, die 3 Frauen wissen das. Ja. Und die quatschen natürlich auch weiter. Die können dir 10-mal sagen, nee, wir sagen es nicht weiter, aber irgendwie sickert es dann noch durch. Das Beste ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das Beste ist, die kommen aus verschiedenen Städten, ne? Also jedes Mal. Okay, das mindert vielleicht das Risiko. Aber stell dir dennoch vor, dieses erfährt irgendwann deine Freundin. Dann hast du völlig verschissen und zu Recht. Das stimmt. Ich meine, versetz dich in ihre Lage. Du würdest genauso reagieren, wenn sie sowas machen würde. Ich meine, damit muss ich rechnen, ist klar. Ja, das ist wirklich die große Gefahr dabei und das wird mich auch im Endeffekt wahrscheinlich fertig machen. Klar. Ja. Nur ich finde auch, aber letztendlich finde ich auch einfach, dass man mit einem Menschen so nicht umspringen darf, den man so sehr liebt. Ich finde dann, dass man, wenn du so einen starken Sextrieb hast, ist auch okay, ist auch gebongt. Dann suche dir eine Beziehung, dass du offen diesen Sextrieb auch mit anderen noch ausleben kannst. Mhm. Ist immer schwierig, weiß ich. Das ist das Allerschwierigste überhaupt. Aber dann stehst du sauber da, dann stehst du fair da. So verhältst du dich nicht fair. Ich meine, wenn man mal was erläutern könnte, mit meiner festen Freundin, so wie mit auch 2 von den anderen 3, hatte ich auch schon mit 2, also zusammen mit meiner Festen und mit einer anderen Mädel, nicht von den 3 jetzt, aber in den 8 Monaten hatte ich auch zusammen Sex mit der. So. Also in 3er-Geschichten. Genau. Mhm. So. Und da hat sie auch nichts zugesagt im Endeffekt. Ich meine, nachher hat es ein bisschen Fragerei gegeben, war die vielleicht besser als ich oder so. Mhm. Aber guck mal, so. Das ist doch eine Chance. Das heißt, sie lässt sich auch auf solche Sachen ein.
Ne? Ja. Das ist doch immer eine Möglichkeit. Wenn sie jetzt so ganz monogam wären und sagen, nee, mache ich nicht, dann wäre es ja noch komplizierter für dich. Ich will noch was anderes fragen. Ja. Du nimmst dir das jetzt so raus. Was wäre, wenn sie sich das auch so rausnehme? Wenn sie noch drei andere Typen nebenher hätte? Ja, pass auf, da habe ich auch ein moralisches Argument zu. Und zwar, wir Männer penetrieren die Frauen, ja, mit unserem Geschlechtsteil. So, das können die Frauen aber nicht mit irgendeinem Geschlechtsteil von ihnen machen. Und wir hinterlassen auch halt Spuren bei denen, die sie bei uns, auf Deutsch gesagt, nicht hinterlassen. So ist es, also, ja. Wir müssen, also wenn man sich das mal vor Augen hält, wenn man das mal so richtig durch den Kopf gehen lässt, wir Männer verbrauchen, wenn man es hart sagen würde, was ich auch nicht so meine, wir Männer im Endeffekt verbrauchen ja die Frauen, so gesehen. Ja. Weil wir penetrieren sie ja und sie nicht uns. Das finde ich gerade das Abstoßende dabei, wenn zwei, drei Männer die gleiche Frau haben, aber bei einem Mann und drei Frauen sehe ich das wieder anders. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das konstruierst du dir doch so, dass du gut dastehst. Wenn du davon ausgehst, dass deine Freundin und du, ihr seid gleichberechtigte Menschen. Ja, klar. Ich hoffe mal, dass du das so sagst. Ja, mit ihr verbringe ich meine Hauptzeit. Ja, dann muss man auch letztendlich sagen, gut, du hast natürlich recht, der eine penetriert, die andere ist eine Frau und die kann nicht penetrieren, okay. Aber dann muss man auch sagen, letztendlich gleiche Rechte für alle. Klar, ja. Letztendlich. Und das fändst du ekelhaft. Ja, das ist ja wohl klar, weil wir... Das ist nicht wohl klar. Du misst mit anderen Maßstäben stehen. Du würdest deiner Freundin das nicht zubilligen, was du dir selbst rausnimmst. Und da liegt der Hase im Pfeffer, Daniel. Ich meine, klar müsste ich das zugestehen. Nur wenn man das immer wieder sich vor Augen hält, was ich gerade sagte. Wenn drei Männer, auf Deutsch gesagt, wenn ich das sagen kann, auf eine Frau abspritzen, ist das doch ekelhafter, wenn drei Frauen mit einem Mann was hätten. Ach, das ist doch Quatsch. Ja, so sehe ich das. Das ist doch konstruiertes Zeug. Was meinst du, wie ekelhaft deine Freundin das findet, dass du deinen Pimmel in drei andere Frauen ständig reinsteckst? Ja, so muss man es doch sehen. Ja, ich würde sagen. Ja. Also, letztendlich korrekt ist es nicht, was du machst, deiner Freundin gegenüber. Vor allen Dingen, wenn das so eine tolle Frau ist, wie du sagst. Ja. Es ist nicht korrekt. Es ist beschissen. Ja, ich meine, also, sonst lasse ich ja an der Beziehung nicht zapern. Ne? Glaube ich dir ja auch. Aber das ist ja ein ganz dicker Punkt, ein ganz, ganz gravierender Punkt, wo du eine Schieflage hast in deinem Leben. Ja, pass auf, was ich dazu sagen kann, vielleicht, also ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zu tun hat, es sind halt Sachen passiert bei meiner festen Freundin, was das Sexualleben mit zu tun hat, ja, die ich im Endeffekt vielleicht nicht richtig verkraften kann. Nämlich? Und deswegen mir noch drei andere vielleicht genommen habe, weil mir da irgendwie was stört. Was ist da vorgefallen, was du nicht verkraften kannst? Ja, ich weiß nicht, ob ich da direkt so, wenn ich das jetzt mache und ich weiß nicht, dann ist das definitiv so, dass vielleicht der Erkennungswert jetzt hier im Fernsehen höher steigt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ich weiß, was du meinst. Also, da ist irgendetwas, was dich dann nicht so befriedigt, wenn ich das so richtig verstanden habe? Was mich abtönt, auf Deutsch gesagt. Okay. So, weil da ist was passiert und das ist heikel gewesen. Weiß sie das? Hast du ihr das erzählt? Das habe ich ihr erzählt, klar. Mhm. Da weiß sie auch drüber Bescheid. Mhm. Ne? Dennoch, Daniel, wir müssen das auch, ich will es auch gar nicht im Detail wissen. Dennoch, es ist nicht der Ausweg, dass du dir da so ein neues Spielfeld suchst. Das musst du erstmal irgendwie innerhalb der Beziehung lösen, das Ganze. Klar. Ich habe da Lauferei ohne Ende schon gehabt. Also das ist nicht, also ja. Ich habe da alles versucht zu unternehmen, um ihr dabei zu helfen. Und das ist auch, warum ich sie so in mein Herz geschlossen habe, ja. Weil sie hat eigentlich die Liebe, die ich ihr gebe, verdient im Endeffekt. Und sie erwidert die Liebe auch so, wie ich ihr sie gebe. So, klar. Dann füge ihr niemals diesen Schmerz zu, dass sie beispielsweise das erfährt, was du da nebenher noch machst. Mhm. Ne? Ja, jetzt ist das Thema, sagen wir mal, ich würde mit der Geschichte aufhören. Ja, fände ich gut. Ja, sagen wir das mal so. Dann reagieren die drei Mädels vielleicht, sagen wir mal, eifersüchtig oder eine davon. So, jetzt hast du dich schon reingeritten und du könntest erpresst werden, meinst du? Bitte? Ich sag, hast du dich schon reingeritten, weil du meinst, du könntest erpresst werden, oder was? Ja, genau. Ja, siehst du, aber das ist das genau, was du dann ausbaden musst. Dagegen gibt es kein Rezept. Ja, da musst du dich elegant, vielleicht ganz elegant aus diesen Dreiergeschichten daraus lavieren, dass die gar nicht auf dumme Gedanken kommen.
Ich habe dir grundsätzlich meine Meinung gesagt. Jetzt musst du sehen, was du daraus machst. Du wolltest ja wahrscheinlich nur meine andere Meinung hören. Ja, klar, ich akzeptiere deine Meinung, so wie du mir sie sagst. Ja, klar. Ja. Also ich habe dir meine Auffassung von der Story erzählt. Ja, und ich finde halt, dass das klar irgendwo moralisch schon mal ankratzt. Klar, normal. Aber im Endeffekt, ich fände es schlimmer, wenn drei Männer eine Frau penetrieren würden. Das hast du. Ja, das ist dir wahrscheinlich sehr unangenehm, da du es jetzt schon ein paar Mal gesagt hast. Na gut, also wir reden im Kreis. Wir haben, glaube ich, alles besprochen und du musst sehen, wie du jetzt die Konsequenzen ziehst, um für dein Leben da eine klare Sache zu hinzukriegen. Ja. Daniel. Ja, also eine schlechte Angewohnheit ist schwer abzulegen. Kennst du doch, ne? Wie der Frauchen zum Beispiel. Sind aber auch Sprüche, ne? Klar. Wenn man will, will man. Alles Gute. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen, nicht morgen, übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema Blut. Und ich möchte gerne mit euch reden über beispielsweise schwere Unfälle, schwere Verletzungen, wo sehr viel Blut mit im Spiel war. Über Krankheiten, die das Blut betreffen, vielleicht auch über den Fetisch Blut. Auch im abstrakteren Sinne. Zum Beispiel über das Thema Blutschande oder Blutrache. Vielleicht auch über die Zeugen Jehovas, die eine Bluttransfusion ablehnen. Vielleicht war der ein oder andere davon einmal betroffen. Also das Thema übermorgen bei uns heißt Blut. Wenn ihr gerne mit mir dann darüber sprechen wollt, mailt doch ganz einfach jetzt schon. Umso sicherer ist es dann unter Umständen auch für euch in die Sendung zu kommen. Mailt unter domian@wdr.de. Thema Blut übermorgen. Thema offen heute und hier ist der Christian, 21. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Christian, um was geht's? Na, es passt schon so ein bisschen, wie du es eben gesagt hast, übermorgen ein Thema Blut. Und zwar ist meine Mutter vor circa 3 Wochen bei einem Fallschirmabsturz tödlich ums Leben tödlich verunglückt. Mhm. Und das große Problem, was ich für mich jetzt im Moment sehe, dass ich, obwohl es jetzt 3 Wochen her ist, die Situation für mich eigentlich überhaupt noch nicht in Ansätzen realisiert habe. Mhm. Was auch normal ist, finde ich. Also deine Mutter ist bei einem Fallschirmsprung ums Leben gekommen. Genau, ja. Wie ist das genau passiert? Also das ist nur das Einzige, was ich bis heute weiß, ist das, was 2 Tage später in der Bild stand und in sämtlichen Tageszeitungen in Deutschland und durch die Boulevardpresse überall ging. Also es gibt keine offiziellen Ermittlungsergebnisse bis jetzt. Also es reicht so weit hin, von dass ich Haupt- und Ersatzschirm verheddert haben, bis dahin, dass ich gar keinen Schirm geöffnet habe. Also absolut noch nichts. Also ich habe keine Ahnung vom Fallschirmspringen. Aber damals, als das Unglück mit Möllemann, mit Jürgen W. Möllemann geschah, hat man ja sehr viel gelesen, wie das funktioniert mit diesen Fallschirmen. Und da gibt es ja viele Sicherungen und eigentlich ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Schirm überhaupt nicht aufgeht, ne? Wenn jemand ein erfahrener Fallschirmspringer ist. War deine Mutter eine erfahrene Fallschirmspringerin? Na, sie war noch nicht sehr erfahren. Also sie hat zwar schon einige Sprünge gehabt, ist dann deshalb auch an einen anderen Ort gewechselt, um dort eine andere Ausbildung zu machen, wo sie selber dann den Schirm auslösen musste, weil sie bei der Primären eben den Schirm nicht selbst auslösen musste. Mhm. Aber da hat sie auch schon einige Sprünge Erfahrung gehabt und ist auch so die nächste große Angst, zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, bei Möllemann, das ist, soweit ich weiß, schon über ein Jahr her und da gibt es, soweit ich weiß, bis heute keine offiziellen Ermittlungsergebnisse, dass wir eigentlich nie erfahren, was wirklich passiert ist. Ja, hat niemand gesehen bei deiner Mutter? Es gibt keine Augenzeugen, keine Mitspringer oder dass jemand von unten irgendwas beobachtet hat? Gar nichts? Also das ist das, was ich gestern zufällig im Internet gesehen habe von einer Tageszeitung, ein Bericht, dass es wohl einen Augenzeugen gab und dass die Staatsanwaltschaft auch der Presse gegenüber da etwas geäußert hat, aber uns gegenüber werden überhaupt keine Äußerungen in keiner Form gemacht. Hältst du es denn für möglich, dass es sogar ein Verbrechen vielleicht war? Das ist sehr unwahrscheinlich, weil sie war, wie in ihrem Beruf, wie auch dort in der Schule, wo sie dann war, wirklich sehr beliebt. Das war jetzt am Freitag die Beerdigung, da gab es über 400 Trauergäste. Wo wir auch extra noch Polizeischutz angefordert haben, aufgrund der großen Medienpräsenz in den Tagen danach. Also das hätte ich für eigentlich ausgeschlossen. Hast du gerade gesagt, ich habe hingewiesen auf unser Thema übermorgen und da hast du gesagt, das passt da auch irgendwie, könnte da reinpassen. Ich gehe mal davon aus, dass deine Mutter sehr, sehr schwer verletzt war nach dem Aufschlag.
Und dass einem als Sohn das dann noch einen ganz besonderen Zusatzschmerz ausmacht, zusätzlich, dass die Mutter verstorben ist, dass sie vielleicht sehr entstellt war. Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder hat man dir was gesagt? Also es ist nur, was auch in der Boulevardpresse war, ein Bild zu sehen, dass sie wohl in einem Innenhof erst auf ein Dach gestürzt ist, mal auf einen Beton-Innenhof. Mhm. Also ich möchte sie eigentlich so in Erinnerung behalten, wie ich sie kenne, aber es gibt für viele Versicherungen und so weiter, für die ganzen Formulare müssen wir wahrscheinlich noch den Obduktionsbericht abrufen, und da sie selber Ärztin war und in der Pathologie tätig war, weiß ich, dass vernünftige Obduktionsberichte mit Fotos sind und das ist jetzt so das nächste Problem, große Problem, was ich auf uns zukommen sehe. Aus welcher Höhe ist sie abgestürzt? Wohl aus ca. 4000 Metern. 4000 Meter, das ist ja unglaublich. Das mag man sich ja gar nicht vorstellen, was das mit einem menschlichen Körper macht, wenn der dann auf eine Betonschicht aufschlägt. Das ist auch unsere große Hoffnung, dass sie es nicht mehr mitbekommen hat, dass sie schon bewusstlos war. Bestimmt, ja, bestimmt. Ich glaube, auch das konnte man damals bei Möllemann lesen, dass durch diese Geschwindigkeit man derjenige dann bewusstlos wird schon, während des Falls. Und das ist auch das, was noch nicht bewiesen ist, weil es gibt die eine Theorie, dass sich beide Schirme geöffnet haben, und es ist so, der Primärschirm, der Hauptschirm wird vom Springer ausgelöst. Mhm. Wenn dieser nicht ausgelöst wird oder bei einer bestimmten Geschwindigkeit, öffnet sich der Ersatzschirm bei 1000 oder 1500 Metern. Ja, genau. Und wenn sich, wie es eine Theorie ist, dass sich beide Schirme geöffnet haben, heißt das also, dass sie den Hauptschirm geöffnet hat und dass sie es nicht mitbekommen hat, weil der Ersatzschirm noch aufgegangen ist. Dass er sich nicht komplett geöffnet hat und sie so viel Geschwindigkeit noch drauf hatte. Du hast gerade gesagt, Untersuchungen, Pathologie, und da müssen wir einiges ausfüllen. Da hast du Angst vor, da habt ihr Angst vor. Was meinst du genau damit? Na, wir müssen für einige Versicherungen, die den Obduktionsbericht fordern, und wie gesagt, ich kenne es aus ihrem Beruf, weil sie selber Pathologin war. Und ich auch in diesem Krankenhaus selber als Zivildienstleister 10 Monate gearbeitet habe, dass vernünftige Obduktionsberichte mit Fotos sind. Und du hast Angst, dass du da deine Mutter siehst auf dem Foto? Genau das. Du sagst wir, das heißt der Rest der Familie? Ja, es ist noch mein Onkel, also der Bruder meiner Schwester, und meine Schwester, die noch minderjährig ist, was jetzt auch das Primäre ist, dass ich jetzt in meine Heimatstadt zurückgekehrt bin, weil ich eigentlich außerhalb war und studiert habe. Ja. Und dieses Studium jetzt abbreche aufgrund meiner Schwester, weil die noch minderjährig ist und noch 2 Jahre zur Schule gehen muss. Und du dich um sie kümmerst? Genau, weil meine Eltern auch geschieden waren. Und der Vater kann jetzt nicht einspringen? Er könnte, aber er versucht jetzt durch große schauspielerische Leistungen und auch so zum Teil wieder Psychoterror gegenüber meiner Schwester, sich in die Familie zurückzuspielen. Ach so. Also, ist es für dich eine unglaubliche Zeit, die du im Moment durchmachst, einmal den Verlust der Mutter zu realisieren, den du noch gar nicht realisiert hast. Dann musst du dein Studium abbrechen, du gehst zurück in die Heimatstadt und übernimmst Verantwortung für deine Schwester. Also das Leben hat sich im letzten Monat radikal verändert, ne? Ja, genau, das ist es. Hast du denn, hast du einen nahen oder ein paar nahe Menschen, die dich so emotional so ein bisschen auffangen, wo du sprechen kannst und wo du weinen kannst? Ja, das ist auch das Problem, was ich für mich grob sehe. Es gab nur 2 Situationen, wo ich wirklich weinen konnte, obwohl ich es gern öfter würde. Das war einmal, als wir in ihrem Lieblingsrestaurant das erste Mal waren, 3 Tage nachdem es passiert ist, und einmal jetzt am Freitag bei der Beerdigung am Anfang. Aber so das primäre Problem ist, sind zwar wirklich viele Leute da, die ihre Hilfe angeboten haben. Es gibt zwar nebenbei auch wirklich sehr viele Leute, die diese Situation ausnutzen und uns zusätzlich noch schaden wollen, aber es gibt auch wirklich sehr viele Leute, die uns helfen wollen. Aber hast du eine Freundin? Leider nicht, nee. Bist du alleine? Ja. Das ist, ich vermute mal, dass du noch immer in einem Schockzustand bist, nach 3 Wochen. Das glaube ich schon. Auch wenn du sagst, dass du gar nicht weinen kannst, das ist ja auch so ein Zeichen, dass das noch alles so angespannt ist und so irreal für dich wahrscheinlich dasteht, alles. Ja, das ist durchaus möglich, aber... Wie hast du das erfahren, dass dieses Unglück passiert ist? Es war eher Zufall, dass mein Onkel mich anrief und sagte, dass er nicht kommen könnte. Und habe ich ihn gefragt, wieso, ich bin auch sowieso in einer anderen Stadt.
Und dann so, naja, weißt du nicht, dass deine Mutter tödlich verunglückt ist? Und da war ich natürlich selber erstmal wie vom Kopf gestoßen, weil die Kripo, die mein Vater und meine Schwester verständigt hat, auch gesagt hat, dass sie mir nichts sagen sollen, weil sie mit selber Kripo dann vor Ort sein sollten und mit dem Seelsorger, aber mich wahrscheinlich nicht ausfindig machen konnten. Hast du eine sehr enge Beziehung zu deiner Mutter gehabt? Ja, vor allem durch den Zivildienst, den ich im selben Krankenhaus abgeleitet habe, in dem sie auch Chefärztin war. Und es war vor allem auch zwischen meiner Schwester war es so wirklich nicht wirklich Tochter, Mutter, sondern eher Freundin-Beziehung, genauso wie bei mir auch. Also fast eine gute Freundschaft als eine klassische Mutter-Sohn-Beziehung. Ja, sie hat es auch wirklich immer versucht, zurückzustecken und das Beste für uns raus. Weißt du, Christian, ich würde dir so sehr dringend empfehlen und wir werden dir gerne behilflich sein, da irgendetwas zu finden, dass du einen Ansprechpartner hast in deiner Umgebung, in der Stadt, in der du jetzt bist oder in die du zurückkehrst. Weil ich glaube, dass du das gar nicht alleine schaffst. Und du hast ja auch kein nahes Umfeld. Deine Schwester ist noch sehr jung und der Onkel ist vielleicht auch nicht ständig in deiner Gegend. Eine Freundin hast du auch nicht. Auch ein Profi, der dir etwas hilft, dieses in den Griff zu kriegen. Das wirst du noch lange nicht in den Griff kriegen, aber der dir zumindest ein bisschen beisteht dabei. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich glaube auch, dass, ich meine, das muss man ja auch so sehen, dass du hier angerufen hast. Das ist ja auch ein Schritt, dann in so einer Trauer dann einfach so im Radio, im Fernsehen anzurufen und dann zu sprechen. Das zeigt mir ja auch, dass deine große Sehnsucht danach besteht. Vielleicht auch einfach, dass dir jemand hilft, das zu begreifen. Du hast es ja noch gar nicht begriffen. Ja, wie gesagt, das ist für mich das primäre große Problem, dass ich einfach irgendwie nicht diesen einen kleinen Schritt gehen kann, es ist wenigstens zu realisieren, vielleicht nicht zu verarbeiten, aber erstmal zu realisieren. Und ich glaube, dass das am allerbesten wirklich ein Therapeut machen könnte, ein Psychotherapeut. Oder vielleicht in einer Selbsthilfegruppe, aber das weiß ich nicht genau. Da würde ich gerne, dass meine Psychologin jetzt mit dir weiterspricht. Ja? Möchtest du das auch? Das wäre wahrscheinlich ein guter Schritt, ja. Dann legst du auf und Elke ruft dich an. Und ich hoffe, dass wir irgendwie dir ein bisschen weiterhelfen können. Und ich wünsche es dir von Herzen, dass du das schaffst, was du dir zumindest jetzt erwünscht, was du schaffen möchtest. Ja. Du legst bitte auf, Christian, und wir rufen dann gleich zurück. Okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Und Sabine ist hier noch. Sabine, 19 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Sabine. Um was geht's bei dir? Mein Problem ist, dass ich vor einem halben Jahr eine ziemlich beschissene Beziehung hatte, anderthalb Jahre, wo ich betrogen worden bin und was am Ende ziemlich in eine Katastrophe geendet ist. Also er hatte eine Beziehung und ich wusste auch davon, aber ich habe mich verliebt und jetzt bin ich eigentlich in der gleichen Situation wieder, nur dass diesmal der Kerl um einiges älter ist als ich und ich weiß aber nicht, wie ich mich verhalten soll und... Wobei das Alter jetzt egal ist, ne? Das heißt, die Situation ist dieselbe, wieder wie ja, noch nicht so schlimm. Also er ist wesentlich rücksichtsvoller und respektvoller mir gegenüber und zeigt auch durchaus ein anderes Interesse. Also wir telefonieren viermal am Tag, er sagt, dass er mich vermisst, dass er mich gern wiedersehen möchte und so weiter, was vorher wirklich nie war. Also ich bin so wirklich nicht gewohnt sozusagen. Ja. Aber ich habe halt Angst davor, wieder so ausgenutzt und verletzt zu werden. Und erstmal spielt der Altersunterschied für mich auch noch eine kleine Rolle. Wie alt ist er? 44. Mhm. Oh ja, ein großer Unterschied. 19, 44, ja. Ja, und ich weiß halt nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich habe wirklich Angst davor. Ich möchte nichts kaputt machen. Eigentlich weiß ich einerseits, dass es sowieso ohne völlige Zukunft ist, diese Beziehung. Ja. Andererseits ist es schön. Und wir werden uns bald wiedersehen und er wird kommen, er wird 340 Kilometer fahren für einen Abend beziehungsweise eine Nacht und mein Problem ist eigentlich, dass ich nicht möchte, dass ich wieder Angst habe, nur so eine, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, Fickgelegenheit zu sein. Und jetzt hörst du die Musik im Hintergrund. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht weiterreden können. Das heißt, nur nicht hier in der Sendung. Kein Problem. Du legst auf und ich rufe dich gleich nochmal an nach der Sendung, okay? Okay, gut. Bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Nacht in der Technik war Michael Jansen. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Und übermorgen, das sage ich jetzt schon, hab's vorhin ja auch schon gesagt, haben wir das Thema Blut. Ich möchte gerne mit euch über Blut reden. Wenn ihr
dazu euch melden wollt, dann macht das am besten über E-Mail, nämlich domian@wdr.de. Morgen, wie gesagt, Freitemen Nacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. Zwei Uhr. Rundfunk Berlin-Brandenburg, Nachrichten. Der SPD-Vorsitzende Müntefering hat eingeräumt, dass die Bundesregierung im nächsten